Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf The Fooling von Kalle den Ultramapper. Ja, du lässt gerade einen Schlepperwurm laufen, ey. Wir müssen da hier nochmal los, du. Walzen. Aber erstmal Tür zu machen, ne? Ich weiß, man braucht keinen Hut. Für mich als Trackspieler brauche ich Hut. Damit ich es auch vernünftig sehe. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Der hebt noch, ne? Ja. Eben die Walze hintergebunden, ne? Was haben die denn wohl zu knüttern? Die haben da noch. Ich, die seid ja auch mit nichts zufrieden, ne? Schikram ist das. Wie viel gefällt mir das hier noch nicht, ne? Ich bin ja ganz ehrlich. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Eben das Moped hintergebunden, ne? Ups. Mit der Taste geht das auch immer richtig gut. Ist angebunden, ne? Und dann lass das mal langsam losfahren. Ja. Ich habe keinen Pferdefütterdienst heute. Sind wir wohl. Ach nee, ist noch keine 6 Uhr, ne? Ja, ne, macht das doch. So schnell fahren, ne? Und die Walzen hinter. Da geht halt nicht so fix mit. Ich hab schon Krampf im großen Zeh. Weil ich das Gaspedal nicht durchtreten kann. Oh, oh, oh. Ganz wichtig hier. Ein paar Lobbergebünzel an, ne? Und Safety First. Nicht, dass hier noch was passiert. Falls mal Gegenverkehr kommt hier oder so. Wo wir hier ziemlich weit ab von Schutz sind, ne? Da kann das nicht so passieren, aber sicher ist sicher, ne? Wie sind denn meine Anzeigen heute hin? Ach, wegen Licht sieht man die jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ist auch ganz gut. Sieht keine, wenn ich schneller fahre, ne? Ja, ist schon cool mit den Walzen, oder? Sag mal ganz ehrlich. Ich finde die richtig cool. Aber jetzt brauche ich einen Hut, damit ich die abhängen kann. Wie ist mein Hutgebünzel da oben? Irgendwie kacke geworden. Siehst du kaum noch. Brille im Weg? Noch mehr Brille im Weg. Jetzt haben wir die letzte Walze, okay? Würde ich mal sagen, hängen wir die ganz einfach mal hier so ab, ne? Hängen wir da mal ab. Drehen wir hier eben noch ein Ründchen, der ist ja... Will der nicht walzen? Ach, jetzt sehe ich ja nicht, weil er kalt drauf ist, oder was? Da muss der CP mal hin. Sie nicht. Ob wir richtig fahren oder nicht richtig fahren, du. Das ist doof. Das ist ja nicht cool. Das ist ja uncool. Also, Memo an mich, das nächste Mal, wenn du walzen willst. Erst Walzen, dann Kalken. Hängen die mal an? Die auch? Gut. Ja, tut mir leid. Dann muss das hier eben CP melden. Ich sehe das nicht. Mein Kurs. Ja, wir haben 6 Meter, ne? Machen wir 5. Fahren wir dreimal rum. Ja, du darfst das ausnahmsweise weich machen. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Wir speichern das. Das ist Feld 6. Feld 6. Und speichern, aktivieren, walzen, ne? 5 Meter. Okay.
Das war ja jetzt nicht so ein intelligenter Plan. Hey Kollege, nicht so viel Schuh. Der walzt doch jetzt, oder? Oh, oh, oh. Böse Falle, hast du das gesehen? Das war aber knapp, bist du. Ich hab doch... Ach, wir hätten da fliegen müssen, deswegen. Okay, er walzt, aber das ist gut. Aber das haben wir ja nicht geflüchtet, weil im Winter wird geflüchtet, ne? Macht aber ganz gut, ne? Das erste Mal. Oh, da siehst du einen Unterschied. Ne, aber ganz schlecht. Da habe ich noch. Das ist das erste Mal für mich, dass ich da so in der Bredouille gekommen bin. Bin ganz ehrlich. Habe ich auch noch nie drüber noch gedacht, dass man das nicht darf, ne? Ah, der macht das aber. Das läuft hier. Was willst du dazu noch großartig sagen? Wir können mal gucken, was zum nächsten Ingame-Tag vor sich ist. 7, 5, 13, 14. Okay, da drinnen wir eine ordentliche Runde. Da haben wir Raps. Das läuft. Hier kommt Gras, da kommt Gras. Dann haben wir eins, zwei, da mähen wir auf jeden Fall nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sag mal, habe ich eine Fläche nicht gekalkt? Ich habe da noch gar nicht gekalkt, ne? Oder? Ich habe doch da gekalkt, oder? Wie sicher habe ich da gekalkt? Ich bin, die habe ich noch nicht gekalkt, oder? Ne, da war ich auch. Ich bin verwirrt. Ist ja auch nicht schlimm. So, aber gestickstofft haben wir doch alles, ne? Nicht, dass wir da nochmal Lässe haben. Ja, das haben wir. Aber wir sind in Position Forming, dann geht das ja gar nicht. Ach, das ist der Wald, alles klar. Ja, ja. Hier ist ja der Hof, dann ist das der Wald. Nee, du, dann weiß ich auch nicht. Hier ist auch so ein Riesenwaldgebiet, ne? So. Ach, wir wollten den Schafstall noch verkaufen. Das auch noch mal. Schon dritte Mal rum, oder was? Ist wieder fertig? Gut, aber auch Zeit, ne? Mach das mal eben weiter. Schafstall? Schafstall ist hier, ne? Besuchen. Hier kann verkauft werden. Oder lassen wir den noch stehen? Nee. Ach, lass er jetzt noch stehen. Da ganz gut, ne? Staub ein bisschen. Sag mal. Staub ein bisschen, sagt er. Viecher. Voll. Das ist Stall, ne? Voll. Ist auch noch okay. Produktivität 79%, ja, die kommen eh jetzt in Stall. Ich bin's leid, dass die da immer da hinten auf dieser Wiese stehen. Hier im Stall können wir die auch besser füttern. Haben wir denn genug Silage, dass wir da eine ordentliche Mische machen können? Ja.
holen wir die gleich noch rein. Ist die Produktivität wahrscheinlich auch besser, ne? Jetzt können wir die Zeit aber auch wieder hochstellen. Das ist gar nicht. Ja. Das ist natürlich schön, wenn sie auf der Weide stehen und der. Dann lass sie erst noch auf der Weide, noch haben sie da ja auch was zu fressen. Du fährst damit rückwärts? Läuft nicht so mit rückwärts fahren, ne? Glücke, damit fährt man nicht rückwärts. Ich finde die total genial, ne? Du kannst sie ja nicht auslassen, du könntest ja jetzt noch zwei Walzen hinterhängen, ne? Ja. Du bräuchtest nur rein theoretisch die Walze, machst du hier und hier hin und dann machst du da und da nochmal eine Walze hin. Zu gehen, ne? Oder? Ja, sicher. Krass, wie der damit abgeht, ne? Ganz ehrlich, finde ich cool. So. Tagesplanung. Ja, dann können wir gleich spielen. Ich glaube, wir verkaufen die Kuhweide wieder und setzen die von 1 da an. Das ist, glaube ich, auch nochmal. Diese von der Ostseekiste, der ist ja mit Füttern und Wasser, den ist ja zum Tricky da. Weißt du, wenn wir dafür die behalten. Wir machen aber seinen Job. Ist ja sofort fertig, ne? Premium 5000 würde ich mal sagen. Ja, noch ein Stück, Foreman, Foreman. Hier noch ein Platz, kannst du noch von mir der. Na denn, das hat er aber nicht schlecht gemacht, ne? Macht das jetzt hier mehr aus, das stört ja nicht. Ich bin imprägniert. So, sag mal. Sollen wir die nur einklappen oder ne? Immer noch nicht. Jetzt haben wir sie, glaube ich, hinter, ne? Sag mal, wir brauchen die doch als nächstes wieder, ne? Fahr mal langsam. Kann die sich nur so ein bisschen im Kreuz abrollern? Vielleicht kommen wir da gute Brücke. Das könnte ein bisschen tricky werden. Aber dann lassen wir die da stehen. Da brauchen wir die als nächstes. Dann brauchen wir die nicht extra wieder einklöntern. Sicher ist sicher. Ah, da kommen wir drüber. Was habe ich euch gesagt? Du darfst nur nicht nach hinten gucken. Dann klappt das eigentlich immer. Ist so. So, haben wir die auch schon mal wieder weggeräumt? Hauptsache, ich finde die da auch wieder. Das könnte nämlich ein biges, großes Problem werden. So, dann würde ich sagen, nochmal Spule Linsky. Wir haben ja alles soweit fertig. Licht an. Ich kann hier manchmal echt vor Freude in den Asphalt beißen. Ist schon auch nicht dunkel hier, du.
Hätte aber cooles Licht, ne? Aber er kommt nicht an den Lichteffekt von Lars Schlepper drin, ne? Und dann muss man ja auch mal sagen, der Lars, der hat echt, was IAC-Ausbeleuchtung angeht, der ist ja top, ne? Aber da wir jetzt hier am Hof sind, schlafen die? Nee, du. Guck dir nicht. Die sind immer noch am Picken. Oh, das war aber. Oh, wir müssen da hinten ran. Nicht so günstig. So, hier so. Oh, guck mal, Licht hier. Dann machen wir schnell Licht aus. Guck mal, die Piepe mit zu sehen, alles. Das ist gut. So war der Plan. Deswegen haben wir das ja extra so hingesetzt. Wenn die mal in dunkel nach Hause kommen von Streifzug oder so, weißt du, wenn die Verwurmung mal wieder nicht so gut lief, können die da direkt dann eben. So, und die sind ja alle in Stall und fressen, du. Raus. Und dann brauchen wir keine Macke in Fendt. Oh, wie hell. Machen wir wieder alles aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist ja schon hell. Guck mal. So. Wie viel? Oh ne, wir hatten hart an. Wie kann das denn? Haben wir nicht aufgepasst, ne? So, hüpfen wir eben raus. Das haben wir. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über Abo freuen. Weil Abo wäre Träumchen, weiß Bescheid und so. Ja, und wenn es euch gefallen hat, ne, wisst ihr Bescheid. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.